Stehen Sie bitte auf und stellen sich uns vor. Der Dichter schaut sehnsüchtig aus dem Fenster seines bürgerlichen Hauses hinaus in die weite, unberührte Natur. Heinrich Heine ist einer der größten Dichter der Romantik und Verfasser des vielleicht bekanntesten Gedichts in deutscher Sprache überhaupt. Dieses Gedicht spielt auf einem Felsen am Rhein, auf der Lorelei. Liebeslust. Und Liebesleid. Er präsentiert alles mit einem ironischen Ton. Er ist eifersüchtig, sie streitsüchtig. Besonders verhasst ist ihm die Aufmerksamkeit, die seine Frau ihren bunten Vögeln schenkt. Kokott, ihren Lieblingspapagei, bringt er um. Wie sträubt sich unsere Seele gegen den Gedanken des Aufhörens unserer Persönlichkeit, der ewigen Vernichtung? Sei getrost, teurer Leser, es gibt eine Fortdauer nach dem Tode. Und nun lebe wohl. Und wenn ich dir etwas schuldig bin, so schicke mir deine Rechnung.